Nach dem Sturm radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasilia sind rund 1200 Unterstützer des früheren rechten Staatschefs vorläufig festgenommen worden. Sicherheitskräfte räumten heute außerdem ein Camp der Bolsonaro-Anhänger vor dem Hauptquartier der Streitkräfte in der brasilianischen Hauptstadt. Diese hatten vorher den Kongress, das oberste Gericht und den Präsidentenpalast gestürmt und verwüstet. Während Medien von einem Umsturz sprechen, einem Versuchten, verurteilte der am 1. Januar angetretene Präsident Lula da Silva die Aktion als Akt von Vandalen, Terroristen und Faschisten. Erst nach mehreren Stunden konnte die Polizei die Situation wieder unter Kontrolle bringen.